Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix, heute am 9. August um 7.34 Uhr vormittags. Die letzte Folge war sehr, sehr besonders, fast so lang wie der finale Showdown, in Anführungsstrichen finale Showdown aus Birth by Sleep. Nur hier haben wir tatsächlich was Interessanteres gemacht, wir haben uns fast eine Stunde lang mit Lianen beschäftigt, um am Ende feststellen zu müssen, jo, hey, drück doch einfach mal X statt Kreis, obwohl X ja die Kommandoschüsselleiste aktiviert und Kreis eigentlich fürs Springen ist. Und da das ja Jump'n'Run-Einlagen waren, müsste man meinen, jo, wir springen da mal ein wenig. Yeah. Der Witz ist, ich versuche ja die Folgen immer konstant auf 20 Minuten zu halten. Und für den Fall, dass eine Folge mal länger geht, werde ich die nächsten paar zukünftigen ein paar Minuten kürzer machen. Aber wie soll ich jetzt eine Stunde kompensieren? Ich versuche jetzt mal jedes Video auf 18 Minuten zu halten, damit sich das am Ende wieder ausgleicht. Nicht, dass das irgendjemand interessieren würde. Aber ja, abgesehen davon bin ich jetzt auch wieder vokabularitärisch, manifestarianisch, tertralianisch. Wieder mal der King on Ice, beziehungsweise jetzt eher der King im Jungle. Ich meine, bei der Hitze ist es auch schwierig, ne? Es ist heiß, man kann nicht ordentlich durchschlafen. Aber ich glaube, jetzt bin ich ordentlich ausgeschlafen. Gut gelaunt. Werd auch direkt für meine gute Laune belohnt. Steh auf, hab kein Internet. Ja. Es ist 7 Uhr morgens, ich habe kein Internet. Also, es fällt ständig aus. Ich wollte eigentlich LOL spielen, aber es geht ja nicht. Wenn da das Internet einmal ausfällt, bumm, zack, verliere ich hier alles. Okay. Ah ja, warte, klar. Ich wollte gerade sagen, ja, eigentlich wollte ich da jetzt nicht hin, aber das Ding ist ja, dass ich jetzt, glaube ich, alle Affen befreit habe. Ach ja, das wollte ich noch sagen. Ja, die Sache mit dem X und dem Kreis. War schon lustig, ne? Das Ding ist, dass ja die Community auch auf meiner Seite war. Und wenn es so weit geht, dass selbst andere Menschen auf meiner Seite sind, dass andere Menschen Ähnliches erlebt haben, ein ähnliches Problem erleben dürften, dann weiß man, dass die Kacke am Dampfen ist. Denn sowas passiert eigentlich so gut wie nie. Ja. Muss ich mit dir reden? Der Gorilla in dem Baumhaus ist vielleicht in Gefahr. Bitte beschützt die Gorillas. Baumhaus, 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 Baumhaus. Okay, die Frage ist, wie komme ich da hin? Naja. Ich hätte jetzt schon spontan Bock, neu zu laden. Ach, guck mal, da ist er wieder. Ich schätze, ich habe immer noch nicht den richtigen Zauber. Aber da das mit den Lianen ja jetzt kein Problem ist, müssen wir das nicht machen. Was wart ihr nochmal? Ach, keine Ahnung. Ich habe keinen Bock auf Experimente. Oh Gott. Ja, das war halt irgendwie am Anfang unserer Reise, ne? Wobei, ich war ja... Zwischendurch war ich schon einmal wieder da. Und das war ja die Stelle, wo Clayton da versucht hat, den abzubremsen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, nee, das sind andere Affen, oder? Nee, vergiss es. Ach, so verliere ich die Taler, indem ich auf der Bananenschale ausrutsche. Da war ja eben eine Bananenschale. Hier ist ja gar nichts. Oh Gott. Ich hätte schwören können, dass wir es in der Folge schaffen. Dass wir die Welt abschließen können. Im wahrsten Sinne des Wortes vor allem. Holy shit. Das hat ja nie besser gepasst. Ja, kann ich sonst noch irgendwas erzählen? Ich habe so minimal das Bedürfnis, über die Sachen zu reden, die ich beim letzten Mal angesprochen habe. Ich habe irgendwie so das Gefühl, als hätte ich das nicht richtig erklärt, darüber gesprochen, weil ich ja halb plem plem im Kopf war. Ja, wie gesagt, ich habe da dieses Kingdom Hearts Video verlinkt. Es gab damals schon so Videos von Final Fantasy 7 und 8, wo Leute dann eben halt das Original nachgemacht haben. Also so richtig mit rundenbasiert und Zahlen an den Kopf werfen. Richtig schön editiert. Und auch bei diesem Kingdom Hearts Video ist es so, dass da viele, viele Effekte drin sind.
Besonders geil fand ich diesen Effekt am Ende. Immer wenn man einen Boss besiegt, dann blurrt das Bild ja kurz und geht in Zeitlupe, und genau das haben die da auch gemacht. Haben viele anscheinend nicht realisiert. Selbst dieser The Gamers Joint, von dem ich quasi die Info bekommen habe über das Video, selbst der hat das nicht realisiert, obwohl er ja mit einer der berühmtesten Kingdom Hearts Channel ist. Aber naja, ja. Aber ja, die Sache mit Real Life Spielvideos und Cosplays und so weiter ist ja immer, dass die Charaktere schon irgendwo zu dem passen müssen, was sie darstellen. Ich meine, es ist irgendwo süß. Ich denke, jeder hat das mal irgendwie gemacht. Ich habe auch damals in der Grundschule so getan, als wäre ich Tidus. Hab dann auch so die Schlaganimationen nachgemacht, dann wiederum, es war nicht nur Tidus. Ich habe auch so getan, als wäre ich Xel aus Final Fantasy 8. Da habe ich dann auch immer seine Pausen, seine Kampfanimation gemacht. Der springt doch immer so und macht dann ab und zu mal tüt mit den Händen. Das habe ich in der Grundschule gemacht und andere Klassenkameraden dachten dann so, ich könnte irgendwie Kampfsport oder so. Die fanden das irgendwie cool, also manche. Was noch? Ja, wir haben auch GTA San Andreas gespielt. Da haben wir uns dann versucht, so Namensetiketten zu machen. Und da ging es dann darum, jo, wer ist wer? Alle wollten Ryder sein. Den fanden alle damals am coolsten. Den Drogenabhängigen mit der Sonnenbrille. Ich glaube, es lag nicht unbedingt an der Drogenabhängigkeit, sondern an der Tatsache, dass er halt einfach cool war, eine coole Stimme hatte. Ich meine, wer will Big Smoke sein? Der Fette mit der Brille, ja. Aber naja, ja, sowas haben wir in der Grundschule auch gemacht. Aber ja, an und für sich, Cosplays und so, wenn ich da dann irgendwie google und so ein Sora, oh shit, naja, es müsste noch für 2-3 Folgen halten, und ich dann so einen fetten Sora sehe, so 80-90 Kilogramm, oh Gott, meine Stimme, räusper, dann denke ich mir auch so, nee, du. Ich meine, klar, er kann ja nichts dafür und so. Nicht falsch verstehen. Ich habe auch nichts gegen Fette, aber. Oder wenn du dann. Keine Ahnung, stellt euch mal so eine Kairi vor, die 80, 90 Kilogramm wiegt. Und das dann cosplayt. Da denkst du dir auch so. Oh. Kannst du nicht Jaja. Nee, nicht Jaja Binks. Kannst du nicht Jabba the Hutt cosplayen oder so? Das würde irgendwie eher passen, ja. Also, nicht böse gemeint, aber das mag ich überhaupt nicht sehen. Ja, so, das ist jetzt extrem interessant, ne? Ich habe absolut keine Ahnung. Es könnte sein, dass ich... Muss ich runter oder so? Ich weiß halt nicht, wo das jetzt ist. Ist das über mir? Ist es unter mir? Es gab da leider keinen Speicherpunkt, oder? Sonst könnte ich mich ja da eiskalt hin teleportieren. Ha, holy fucking shit. Ja. Der Dschungel. Der fucking Dschungel. Jungle drum, like a tuku 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 tuku, my heart is beating like a jungle drum, like a boom tuku 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 tuku, so oder so ähnlich. So haben sie das Lied auch damals tatsächlich erfunden. Während des Kingdom Hearts 1 Spielens sind sie völlig plam plam gegangen und dann sind sie so auf die Idee zum Lied gekommen, für das Lied. Ich glaube, es geht schon wieder los. Gott! Mein Vokabular! Was geschieht? Gestern waren übrigens wieder so... Wann ist... Nee, ich glaube, es waren 43, ne? Ja, es waren 43 Grad gestern, 18 Uhr. Die Zeitung ausgetragen. Ja, ja. Aber das ist ganz lustig, weil... ja oft Gartensprenger oder sowas in der Nähe sind, dann habe ich da quasi immer so kleine Checkpoints, an denen ich mich auffrischen kann. Ja, was ist denn das hier? Könnte es nicht sein, dass es da oben... Oh Gott. Baumhaus, Baumhaus, Baumhaus. Aber ich bin doch da irgendwie wieder hochgekommen, oder? Zwischendurch. Nachdem ich hier unten war, bin ich da irgendwie wieder hochgekommen.
Weichet nicht aus, meine affigen Freunde. Gibt's denn hier noch einen dritten Weg? Ich lauf doch immer gleich, oder? Warte mal, da war ein Speicherpunkt. Okay. Ich denke, ich werde dann da einfach nochmal hingehen. Glücklicherweise geht das ja. Gummijet. Und dann gehen wir da zu diesem Baum. Ich denke, das war der richtige Anhaltspunkt. Und ich muss dann irgendwo anders hin. Ist hier irgendwo eine Leiter oder sowas? Irgend sowas. Oh, warte. Ich weiß, ich komme nicht daher. Ich glaube, ich komme daher. Baumwipfel. Mammutbaum. Komme ich daher? Baumhaus, da ist es doch. Meine Fresse. Moment, wieso habe ich jetzt eigentlich fucking Donut wieder dabei? Wieso kriege ich jetzt eigentlich Hunger? Was soll der Scheiß? Ich hasse mein Leben. Ja, da drüben ist wahrscheinlich wieder ein Leopardi-Leini oder so. Ne, Herzlosis. Losis, Dosis, Sosis. So, müsste der letzte Bastard gewesen sein. Schutzgummi. Ja, ihr kennt euch alle mit Gummis aus, hä? Genau. Okay. So, können wir dann jetzt vielleicht irgendwie nach Hause gehen? Jetzt bin ich wieder hier, ja. Dann wechsel doch mal direkt aus, Donald. Verpiss dich, ganz ehrlich. Zack. Zack. Und bitte einmal so. Wir hatten das so, also will ich, dass das so bleibt. Hier bleibt alles so, wie es ist. Mann, 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 diese verkackte Welt, ey. Wow, muss ja überhaupt nicht springen, hä? Doch, hier einmal. Zweimal? Okay. Das so machbar ist. Ich frage mich gerade, warum Tarzan überhaupt diesen, wie sagt man, diesen Schlangenschutz hat. Dieses Gemächtschutz-Leini. Als ob ihn das interessieren würde, das wurde ihm bestimmt aufgezwungen, hä? Ich hoffe, Mr. Clayton ist wohl auf. Achso, jetzt muss ich schätzungs... Okay, ja. Das war der Schuss. War das derselbe von eben? Kann ja nicht sein, oder? Komisch, komisch, komisch. Oh, wow. Du kleiner Angeber, du. Bis die anderen beiden mal angekommen sind, habe ich den schon längst alleine penetriert. Wie, der hält aber viel aus. Die Leoparden-Mami, glaube ich. Tragbare Gegenstände. So schnell kann man nicht alles lesen, du. Reißzahn. Oh, wow. Let's go.
Genau, ich wollte mir noch jetzt die Sachen anschauen, die ich potenziell gelernt habe. Hatte ich Charmeur eigentlich schon ausgerüstet? Ja, ich glaube, ein wenig Anziehungskraft ist da. Noch mehr. Alter. So. Okay, dann schauen wir mal. Fähigkeiten, irgendwas, Betäubungsschlag. 30%ige Chance, eine Abschlusskombo, die umstehende Feinde bewusstlos schlägt. Ah ja, guck mal, ich habe sogar noch Platz. Aber perforieren. Ja, ach so, nee, das war ja nicht blocken. Ich nahm ja an, das wär's, aber. Nee, sonst noch irgendwas hier? Nee, okay. Ausrüsten. Reißzahn. Maximum AP, Angriffs- und Abwehrkraft steigen geringfügig. Mhm. Was habe ich denn hier? Maximum AP, Angriffskraft, Abwehrkraft. Okay. Dann gebe ich das jetzt einfach mal Tarzan. In der Hoffnung, dass er das nicht mitnimmt, wenn ich gehe. Wobei, dann gehe ich halt einfach wieder in die Welt. Und dann... Oh, guck mal, er hat sogar noch 3 Portionen. Wow. Er hat sie nur niemals eingesetzt. Herzlichen Glückwunsch. Dann nehme ich die mir doch eiskalt. Und... Oh. Würde mal sagen, das war's mit der Folge. Für heute. Gut, können wir dann vielleicht nochmal ganz kurz specialen gehen. Sollte jetzt nicht hier passieren, war klar, dass ich hier nochmal kämpfen darf. Betonung liegt wirklich auf darf. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich schon? 974, okay. Oh nein! Jetzt nicht mehr. Steht auch nicht so weit am Ausgang, Mann. Ich will nicht aus Versehen rausgehen. Oh, da liegt was. Ether, oh. Och, die ist aber weit geflogen. Hey, wo ist Jane? Was ist los, Tarzan? Irgendetwas? Kommen, Jane in Gefahr. Jane in Nähe bei Baum. Das klingt nach Ärger, gehen wir. Wie jetzt? Wer weiß ja, dass sie da ist? Naja, kann ich mich direkt hinporten? Ja, Leute. Ne, in der nächsten Folge schauen wir mal, dass wir Jane retten können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.